Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich ein Ever Only in Distillery Available Whisky für euch. Und zwar geht es heute um den Bushmills Distillery Only oder auch Distillery Reserve. 12 Jahre alt ist der, kühlgefiltert, 40 Volumenprozent Alkoholgehalt und wie der Name schon sagt, nur in der Brennerei kaufbar. Ich habe das Sample jetzt vom Jason bekommen, der hat den Whisky auch schon mal auf seinem englischen Kanal besprochen. Das verwendete Fass, die verwendeten Fässer sind Second Fill, glaube ich, Oloroso Sherry Casks. Genau. Das erste, was ich jetzt hier so in der Nase habe, ist eine extrem saure Note, also wirklich sehr, 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 sehr sauer. Aber weniger Zitrone. Das ist fast eher so eine Art traubige Säure, also wie ein sehr saurer Wein. Erinnert mich so ein bisschen an Federweißer. Na, bei uns wird das im Herbst immer getrunken. Erinnert mich von der Nase her so ein bisschen daran. Bushmills, je nachdem, aus welcher Ecke der Welt man kommt, ist die älteste Whiskybrennerei der Welt. Bereits 1608 erhielt Sir Thomas Phillips von James I., Sohn von Maria Stuart, die Lizenz zum Alkoholbrennen. Fand ich ziemlich witzig, weil bei uns gibt es so einen Laden, der heißt Thomas Phillips und der verkauft so einen Haufen Ramsch, also naja, egal. 400 Jahre alte Tradition des Whiskybrennens bei Bushmills. Heute gehören sie zur Casa Huerfo Gruppe, die hauptsächlich Tequila herstellen. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht so doll auf dem Video, aber bei uns ist irgendjemand jetzt auf die Idee gekommen, zu sägen und kettensägt jetzt hier im Garten rum. Das nervt ein bisschen. Jetzt ist so ein bisschen die erste Säure verschwunden. Und der wird ein bisschen weicher. Es ist jetzt nicht mehr ganz so diese krasse Fruchtsäure. Er wird milder, auch schwächer im Geruch, finde ich. Trotzdem noch dieses sauer-fruchtige für mich mit da drin. Ja, ist so ein bisschen scharf für 40%, finde ich tatsächlich. Aber sehr lecker. Erinnert mich total an Aprikosenmarmelade. Also so ein richtig, richtig intensives Fruchtaroma. Voll krass. Also so richtig, richtig krass. Extrem diese Aprikose, die da im Vordergrund steht. Am Anfang so eine ankündigende Mischung, so Vanille, wässriger Honig. Hinten raus so ein kleines bisschen diese holzherben Noten. Aber das, was auch am Ende so bleibt, ist wirklich so Aprikosenmarmelade. Eine ganz bestimmte, die wir sogar im Kühlschrank haben. Wartet mal ganz kurz. Die muss ich mal holen. Moment. Hier. Eine Minute, 37 Sekunden später. So. Na gut, dass ich die nochmal geholt und nochmal drauf geguckt habe. Von wegen Aprikose.
Ist gar keine Aprikose drin. Mandarine Maracuja, Fruchtaufstrich mit Bourbon-Vanille-Extrakt. Ja, wenn man dann schon so tief drin steckt, dass man hier Bourbon-Vanille-Extrakt liest. Exakt so schmeckt die Mandarine Maracuja-Note im 12 Jahre alten Distillery Only Bushmills. Jetzt hat er ein paar Minuten Zeit gehabt nochmal. Da kommt noch so ein bisschen mehr diese Vanille und leichte Holznote mit raus, aber es ist mehr Vanille. Der setzt sich noch mal so ein bisschen. Da ist am Anfang wirklich dann mehr Holz, mehr Vanille und dann kommt hinten raus exakt diese Marmelade. Finde ich total witzig. Echt lecker, also finde ich cool. Obwohl er für meinen Geschmack noch ein bisschen weniger bitter am Ende sein könnte. Ihr wisst ja, ich bin überhaupt kein Bitter-Fan und das ist mir dann doch minimal zu viel am Ende. Kostet 100, 120 Euro, ist wie gesagt die Distillery-Only-Version, die blaue Flasche. Gibt es ja irgendwie auch nochmal eine spezielle Distillery Reserve, eine neue mit Akazienfässern. Ja, 100, 120 Euro. Nur dort verfügbar. Boah, das macht so ein bisschen schwierig. Wenn man Bushmills-Fan ist, kann ich mir den Preis durchaus erklären. Ne? Dann bezahlt man den auch gerne. Für mich persönlich ist es zu teuer, was so die Preis-Leistung angeht. Aber ein Whisky, der eine sehr, sehr deutliche Fruchtnote hat. Das gefällt mir total an dem. Die Fruchtnote ist echt, echt cool bei dem. Ja, das war ein ganz kurzes und knappes Video. Mehr habe ich zu dem Whisky gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, Slanji! Und damit ihr auch ja kein Video mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slanji wa!